Wie ihr im Video erkennen könnt, in dem kleinen Abspann haben wir einen richtig schönen Hecht gefangen. Wir werden für euch frittieren. Ihr wollt sehen, wie das funktioniert? Dann würde ich sagen, dranbleiben. Wir waren gestern angeln. Viele von uns folgen bei Instagram oder Barbecue Fishing and Lifestyle auf Facebook. Haben es mitbekommen, wie wir den Hecht gefangen haben. Wer nicht, kann es ja noch folgen. Unten in der Infobox steht alles dabei. Und wer uns noch nicht abonniert hat, der kann es jetzt gleich auch noch tun und die Glocke abonnieren. Aber jetzt genug Eigenwerbung gemacht, jetzt legen wir los. Wir haben schon lange mal voriger Zeit ohne Video ein Steak gemacht, frittiert, also ein Hechtsteak frittiert. Und wir haben uns überlegt, das machen wir jetzt für euch da draußen, weil das schmeckt einfach mega geil. Wir machen eben eigentlich fast nur Fisch, so Hecht, wenn man selber fangen. Also ihr habt gemerkt, es kamen nicht so viele Videos, unser Fangerfolg ist halt einfach scheiße. Aber egal. An Zutaten brauchen wir natürlich eine richtig schöne Hechtmutti. Die hat hier 74 cm. Gott hab sie selig. Und für alle da draußen, wo jetzt der Horror kriegen, dass wir das Tier totgeschlagen haben. Ja, ein Metzger macht das auch. Aber egal. Dann brauchen wir Salz. Wir brauchen Mehl, Frittieröl, einen Löffel, ein Messer. Und es muss wirklich ein scharfes Messer sein, weil wir machen Steaks draus. Das wird ihr gleich sehen, wie. Und zwei Teller. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir brauchen nur einen Wokaufsatz, weil wir frittieren heute im Wok. Das waren eigentlich alles, was wir brauchen. Und jetzt schneiden wir unsere Hechtmutti in Steaks. Der Gordon hat den Fisch für euch entschuppt. Er hat sich offenbart für mich, diesen schönen Fisch zum Entschuppen. Das ist eine Mordsauerei. Viele würden jetzt fragen, wie geht Entschuppen? Jeder, wo angelt, weiß, wie es geht. Und welche, wo nicht angeln, die werden wahrscheinlich auch so einen Fisch in der Größe so nicht haben. Einfach mit einem Schupper und. Aber jeder, wo angelt, weiß, wie es funktioniert. Jetzt brauchen wir unser Messer und jetzt schneiden wir eigentlich nur Steaks raus. Der Kopf, den brauchen wir nicht. Circa fangen wir hier an, dass wir wenig verlieren und jetzt schneiden wir einfach mal runter. Gut, entschuppt hat er. Und jetzt sieht man schon, wie viel Fleisch da eigentlich in so einem Fisch dran ist und wie scheiße ich ausgenommen habe. Und jetzt nehmen wir einfach die dicke, wie wir sagen, richtig schöne Steaks und einfach rausschneiden. Und jetzt haben wir hier unsere Steaks. Jetzt werden wir aber alle parieren noch, die Flossen wegschneiden, was vom Ausputzen innen drin nicht schön ausschaut. Das haben wir auch raus. Aber wie gesagt, die Haut können wir dran lassen. Und alles, was für euch total unschön ist, schneidet ihr jetzt ab jetzt weg. Weil nachher seht ihr das nicht mehr, weil es wird ja in Öl gewendet und frittiert. Und jetzt putzen wir einfach aus. Hä? Was habe ich? Öl gewendet. Dann wird es nicht in Öl gewendet, sondern in Mehl gewendet. Und wir parieren jetzt einfach raus. Da könnt ihr jetzt noch kurz zuschauen. Die Flossen kommen weg. Los geht's. Wir haben jetzt unsere Steaks gewaschen, soweit bereinigt, dass wir sie jetzt einfach in Ruhe auch im Mehl wenden könnten. Und jetzt widmen wir uns zum Mehl. Da müssen wir beachten, nicht einfach nur ein Mehl, wir brauchen auch kein Ei. Habt ihr ja vorher schon gesehen. Hier kommen 3 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Mehl und 1 Esslöffel Salz. Wieder 3 Esslöffel Öl. Mehl. 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 Ganze Mehl. 1 Esslöffel Salz. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. 3 Esslöffel Mehl. Juhu! Er hat es geschafft. Er kriegt das Wort raus. 1 Esslöffel Salz. Und jetzt alles vermengen. Weil das müsste eigentlich für die Menge von den Steaks reichen. Und jetzt wenden wir unsere Steaks in unsere Mischung von Öl und Salz. Nee. Nein! Und jetzt wenden wir uns. Das gibt's nicht. Jetzt wenden wir unsere Steaks in Mehl und Salz. Wir haben hier eine Mischung von 9:3. Wir haben jetzt unseren Fisch nicht eingeölt, sondern schon gemacht. Er ist ziemlich feucht. Jetzt einfach rein ins. Ich nehme einfach Hände. Das wird jetzt eine Mega-Sauerei immer.
und einfach Öl drauf. Wie ein Schnitzel frittieren. Mehl! Ah, oh, wie ein schönes Mehl drüber kippen. Wie ein Schnitzel halt einfach schön in Mehl wenden. Abtupfen. Das war's. Auf Seite stellen. Nächstes Steak. Wieder schön in Mehl wenden. Und so machen wir das mit allen. Das war's. Und jetzt werden sie richtig schön goldbraun frittiert. Und wie wir das machen, würde ich sagen, Food Corner. Und hier haben wir sie, unsere Steaks. Oh, die sind so heiß. Jeder fragt sich jetzt, Jungs, da sind Gräten drin, das knallt. Ihr habt sie nicht rausgemacht. Da habt ihr recht. Aber jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Für euch. Ein Hecht hat ziemlich große Gräten. Also ihr werdet es merken. Oh, das ist so heiß. Es ist so heiß. Ich nehme jetzt unsere Zange. Und ihr könnt sie eigentlich rauspulen oder ihr beißt einfach rein. Die sind so groß, da könnt ihr nicht verschlucken. Und das Teil könnt ihr einfach nehmen. Ich nehme es mit der Zange. Ah! Könnt ihr nicht. Das ist heiß. Habe ich schon mal erwähnt. Und zieht es einfach raus. Schaut euch das an. Das flutscht raus wie nichts. Und da ist relativ die Gräten da drin. Ah! Ich würde es euch jetzt gar nicht zeigen, aber das ist so heiß. Das halte ich einfach nicht aus. Schaut euch das an. Schaut euch, hier ist eine Gräte, wie groß die sind, die Y-Gräten. Also die könnt ihr nicht verschlucken und wenn ihr die verschluckt, dann schlingt er. Es gibt eine Devise, Fisch wird nicht geschlungen, sondern gekaut, weil der kann immer Gräten drin haben und das ist sackgefährlich. Von daher würde ich jetzt sagen, kommt der Gordon vor die Kamera und dann wird probiert. Da ist er. Sorry für den Ton, das ist leider nicht das regnet. Unser Bock, der im Hintergrund noch voll gefinstert. Jetzt ist nicht mehr so heiß. Gordon hat ewig gebraucht, um die Kamera aufzustellen. So sieht das gute Stück aus. Und so sieht das gute Stück aus, wenn man es auseinanderreißt. Seht ihr, wie die Gräten hier hängen? Und wenn man das so rausnimmt, dann hat man einen richtigen Grätenblock. Es ist zwar immer noch Gräten drin, ja, aber man popelt es ja nicht mit der Hand aus, so wie wir, sondern man macht es einfach mit dem Messer und Gabel. Von daher würde ich sagen, guten und Geschmack werdet ihr belohnt. Mega, mega, mega geil. Das Schöne an dieser Zubereitung, ich rede heute mal ein bisschen lauter. Das Schöne an dieser Zubereitung ist halt einfach, ihr habt richtig was im Mund. Ja, weil ihr, die Steaks sind ja relativ dick geschnitten und dann habt ihr wirklich relativ viel Fleisch im Mund und durch das Frittieren wird es halt dermaßen saftig innen drin noch und da ist überhaupt nichts trocken oder wie auch immer. Was man dem Hecht leider nachsagt, weil er ja wirklich sehr festes Fleisch hat, dass er da trocken wird, habt ihr hier auf gar keinen Fall. Also für uns definitiv unsere liebste Zubereitung. Wir machen es leider viel zu wenig, liegt aber einfach daran, dass wir viel zu wenig zum Fischen kommen und demzufolge relativ wenig Hechte fangen, leider. Hörst du auf zum Labern? Ich hoffe, das wird sich jetzt bald beheben und... Warum bist du dann Single? Nee. Aber seht ihr diese Gräten? Richtig schöne Y-Gräten, die lassen sich wunderbar rausmachen und umso größer der Fisch, umso größer die Gräten. Und die Haut schmeckt auch geil. Aber der Regengott will, dass der Fisch wieder ins Wasser kommt, drum schüttet er runter ohne Ende. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, entweder Sonntag oder Donnerstag. Sonntag 12 Uhr, Donnerstag 18 Uhr. Genau, und zwar, wenn es wieder heißt, Cheap Barbecue!